Zu Pfingsten da unter den Linden, na wo schon im Osten vom Brandenburger Tor. Der Westwind, der Tröster lud von seinem Rücken, das Rockfest von drüben leis in unser Ohr. Das Tor war geschlossen, wie an jedem anderen Ruhetag in dieser halbtoten Stadt. Wir fühlten uns wieder gehörig betrogen und hatten die Mauer am Tore so satt. Eine Woche nach den Demonstrationen am Brandenburger Tor werden die Ereignisse in der ganzen DDR heftig diskutiert. Ein Kommentar aus der unabhängigen Friedensbewegung, telefonisch aus Ost-Berlin. Deutlich wurde eigentlich, wie dünn die Decke ist, unter der sich gesellschaftliche Konflikte in der DDR verbergen. Ein massives Aufgebot an Polizei und Sicherheitskräften und ihr brutales Vorgehen schüchterten diesmal nicht so sehr ein, sondern beförderten schnell eine Politisierung. Natürlich kann man hinter diesen Rufen, wir wollen Gorbatschow, weg mit der Mauer, Freiheit und Demokratie, nicht etwa politische Konzepte oder Programme sehen. Das wäre ein völlig unangemessenes Hochstilisieren. Man sollte sich aber auch davor hüten, sie als reine Unmutsäußerung und völlig schnell aus der Luft geholte Provokationen abzutun. Sie drücken eins ganz deutlich aus, den vor allem in der jungen Generation starken Druck auf Öffnung, auf Freiräume und Demokratisierung, für die Entwicklung in der Sowjetunion allerdings als Beispiel gesehen wird. Dieser Wunsch scheint größer denn je. Auch bei früheren Westspektakeln an der Mauer gab es Aufläufe im Osten, doch nie schlugen sie so deutlich in politische Demonstrationen um. Ein Rückblick. Mick Jagger und die Rolling Stones in den 60er Jahren in West-Berlin. Auf das Gerücht hin, sie spielten auf dem Dach des Springerhauses direkt an der Mauer, versammelten sich auch die Fans im Osten. Es gab Festnahmen. 1981 Freikonzert vor dem Reichstag mit Barclay James Harvest. Die Zaungäste im Osten wurden von besorgten Ordnungskräften beim Zuhören gestört. Sie stellten LKWs und Baufahrzeuge in den umliegenden Straßen auf. Einige hundert Fans mussten so unverrichteter Dinge wieder abziehen. Vor 3 Jahren der Westen leuchtet, mit Feuerzauber von André Heller. Unter den Linden bleiben die Schaulustigen hinter den Absperrungen. Wer hier steht, muss immer wieder das gleiche Gefühl der Ohnmacht hinnehmen, weil er in den Grenzen leben soll, die ihm sein Staat wie ein übergroßer Erziehungsberechtigter steckt. Doch schon seit einigen Jahren tanzen immer mehr DDR-Jugendliche aus der Reihe. In den Altbauvierteln der Städte, nicht nur im Prenzlauer Berg von Ost-Berlin, haben sie sich inoffizielle Freiräume geschaffen, um es im Staat der verkrusteten Strukturen überhaupt aushalten zu können. Ob Hinterhofkonzert, Lesung, Theater oder Ausstellung, jedes Mal droht den Beteiligten die Staatsmacht. Immer wieder führt dies und die ständige Entmündigung zur Resignation, zur Ausreise und bei anderen zur Verbitterung. Einige verschaffen sich ab und zu Luft, mit politischer Graffiti etwa, vom Anarcho-Ar bis zur Friedensrune. Wenn es zu politisch wird, wie beim Namenszug Solidarność, sind die staatlichen Tüncher schnell zur Stelle. Glasnost, Tauwetter oder einfach Gorbatschow sind die neuesten Politsprüche. Oder man mischt sich mit eigenen Plakaten als unabhängiger Block in die offiziellen Manifestationen. Wie hier am 1. Mai dieses Jahres in Ost-Berlin, wo mit Gorbatschows Bild für Perestroika und Glasnost demonstriert wird. Was denkt man in der autonomen DDR-Szene über die Ereignisse am Brandenburger Tor? Gespräch in einem Ost-Berliner Park. Ich schätze die Situation so ein, dass Jugendliche, die es getroffen hat, die jünger waren als 17, schockiert sind, verschüchtert sind, in ihrem Verhalten gestört sind, wenn man sich überlegt, dass mein Freund mit 14 oder so zusammengeschlagen wird und ich stehe daneben und erlebe diese wahnsinnige Macht, die da losgeht. Die sind erstmal eingeschüchtert, frustriert. Da ist also etwas an Sensibilität kaputt gegangen, etwas an Zorn, etwas am Herzen irgendwo kaputt gegangen. Es wird eine Generation, die meiner Ansicht nach in 3, 4 Jahren nochmal zu ganz schwierigen Sachen führt, wo also hier schon die ersten Feinde meinetwegen bewusst erzeugt wurden durch diese Sache, durch die Maßnahmen. Was also gar nicht nötig war, weil es eigentlich auch Liebe waren, die also im Prinzip Kerzen gehalten haben, Wunderkerzen,
Prinzip Spaßlieder gesungen haben, wie dieses Advent, Advent oder andere Sachen. Also die viel mehr einfach wirklich ihr Open Air mal haben wollten, weil ihre Idole da waren. Während an den, bei den anderen Leuten am Montag eigentlich so klar war, oder auch jetzt im Nachhinein in der Reflexion klar war, dass also auch die Opposition hier in diesem Land nach wie vor eine Basis hat. Denn die Sachen, wie wir in Gorbatschow, wie wir in Rosa Luxemburg, zeigen deutlich an, und diese Sprechführer haben sich auch durchgesetzt. Nicht nur die Mauer muss weg, so wie es also von westlichen Medien hauptsächlich benannt wird, zeigen an, dass also auch Jugendliche einen Demokratiewunsch haben. Wir kamen nicht alle aus gleichen Gründen, nicht alle hier lockte der gleiche Ton. Und was für den einen nach Popcorn schmeckte, das roch für den anderen nach Rebellion. Nun sollten wir folgsam nach Hause gehen, ins deutsch-demokratische Federbett. Da knackte die Mauer in unseren Köpfen, da brüllten so viele, die Mauer muss weg. Jetzt wird ein Klärungsprozess passieren, der immer in der DDR passiert. Es wird Streitgespräche geben, es wird hart diskutiert werden in Kneipen, in irgendwelchen Kleingruppen, überall. Was ist wirklich passiert? Nach dem ersten Ding, oh, da ist was passiert, passiert jetzt im Nachhinein, also die Reflektierung, diese Auseinandersetzung, es hat was bewegt. Es wird in den Schulen drüber geredet, vor allen Dingen auch, und das ist eine Sache unter Schülern, das habe ich also heute nochmal gehört, wo also Jugendliche sich unterhalten. Das Gefühl von Jugendlichen wurde auch etwas gestärkt. Ich denke, dass gerade im Hinblick auf die weiteren Höhepunkte dieses ja perfekt vororganisierten Jubiläumsjahres, man doch gespannt sein kann, wie weit der ja völlig berechtigte Bürgerunmut und Bürgerprotest auch in solchen weiteren Ereignissen noch zum Ausdruck kommen wird.